Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, ihr habt es gemerkt, in letzter Zeit hat sich ein bisschen was auf dem Channel getan. Ich hoffe, ihr habt es bemerkt. Auch wenn leider momentan ja nicht so viele meine Videos gucken, aber es wird in nächster Zeit auch neue Projekte geben, wenn die alten abgeschlossen sind. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, denn es kommen ja ein paar richtig coole Spiele raus, auf die ich mich schon riesig freue. Unter anderem Mirror's Edge Catalyst. Wie ihr vielleicht wisst, war Mirror's Edge ja mein allererstes Let's Play-Projekt und es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Deswegen hängt da mein Herz dran und ich freue mich so sehr, wenn ich das dann endlich den neuen Teil also spielen kann, weil ich schon ewig einfach darauf gewartet habe, dass da endlich mal der zweite Teil rauskommt. Und es wurde ja oft angekündigt und dann wieder abgesagt, aber jetzt kommt er ja bald raus und ich freue mich sehr, sehr darauf. Und ja, ihr habt es gesehen, ich mache seit neuestem meine Thumbnails auch alle selber. Das ist sehr viel Arbeit, vor allem weil ich mich damit ja nicht so auskenne. Ich bin da kein Profi drin. Deswegen seht mir nach, wenn vielleicht das ein oder andere nicht ganz so perfekt ist. Aber es ist mit sehr viel Mühe und Liebe gemacht. Und ich hoffe, ihr habt da auch Freude dran an diesen neuen Thumbnails. Ja, weil die echt viel Arbeit sind für mich. So, und dann kommen wir zum eigentlichen Punkt des Videos, weswegen ich dieses Video überhaupt mache. Ich habe vor, ein paar feste Stream-Tage einzuführen, weil ich gerne live streame. Ich habe auch noch das Livestream-Let's Play, was ich nicht vergessen habe, wo ich aber einfach nicht zugekommen bin, einen neuen Livestream zu machen, um das weiterzumachen. Aber wenn ich jetzt die festen Livestream-Tage erstmal einführe, ich muss dann gucken, wie das klappt mit der Uni, aber eigentlich sollte das immer funktionieren. Es kann sein, dass es ein paar Mal ausfällt oder dass es auch mal einen zusätzlichen Stream gibt. Darüber werdet ihr dann aber informiert nochmal. Und die Livestream-Tage sollen Mittwoch sein und Freitag. Mittwoch am Nachmittag, ich schätze mal so gegen 15 Uhr, 15:30 Uhr. Und freitags eher abends, also so sprich gegen 19 Uhr, nehme ich jetzt einfach mal an, setze ich jetzt einfach mal so fest, morgen geht es dann auch direkt los. Ich werde mal schauen, wie ich das mache. Also es wird natürlich jetzt nicht nur Life is Strange weitergemacht in dem Live-Let's Play, beziehungsweise in dem Livestream, sondern es kommen auch wieder die Multiplayer-Projekte. Unter anderem hätte ich da anzubieten, Counter-Strike, Global Offensive und wenn ihr wollt, League of Legends. Da ich jetzt aber auch schon wirklich lange kein League of Legends mehr gezockt habe, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, das als Livestream zu machen, weil ich echt gar keine Ahnung mehr habe und ich kenne auch die ganzen neuen Champions überhaupt nicht. Ich müsste mich da erstmal richtig reinfuchsen wieder. Ja, aber wenn ihr das wollt, dann kann ich auch das natürlich machen. Das ist kein Problem. Ansonsten hätte ich im Angebot ein neues Spiel, was ich ziemlich cool finde, wo ich schon ein paar Videos auch zu gesehen habe, was ich mir jetzt geholt habe, was ich auch noch nicht ausprobiert habe. Und das ist The Culling. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das ist so ein bisschen wie bei den Tributen von Panem, die Hunger Games. Also man kann das alleine spielen oder zu zweit. Man ist dann in einer Gruppe und muss quasi ums Überleben kämpfen in so einer Arena, wo man sich dann Waffen bastelt und Rüstungen craftet und mit seinem Teammate dann die anderen Teams natürlich töten muss, um als einziger Überlebender am Ende übrig zu bleiben. Und dann gibt es noch so verschiedene Events wie Giftgas und sowas, die man dann in dieser Arena triggern kann. Es ist ziemlich cool. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es erstmal installiert und wollte es dann ausprobieren, aber wenn ihr Interesse daran habt, kann ich das natürlich auch mal im Livestream dann zeigen. Wenn wir jetzt diese festen Streamtage haben, dann wird das, denke ich, ein bisschen einfacher sein, da dann eure Wünsche direkt umsetzen zu können. Ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es kann sein, dass ab und an mal ein zusätzlicher Stream samstags abends kommt, der dann auch ein bisschen länger ist. Also diese Streamzeiten sind jetzt nicht so gedacht, dass ich wie früher immer so 8 Stunden Livestreams mache. Das ist nicht umsetzbar für mich zeitlich. Aber ich denke, so 2, 3 Stunden Stream kann man dann machen und das ist ja dann auch schon mal pro Woche 6 Stunden. Ich meine, hallo, ja, das ist schon mehr als sonst. Und das zusätzlich zu den normalen Let's Plays, die ja momentan auch wieder täglich kommen. Einfach auch, damit ich dann schon mal ein paar Projekte abgeschlossen habe, bis Mirror's Edge Catalysts rauskommt. Und wisst ihr, was noch kommt? Worauf ich mich auch schon riesig freue, wo leider noch nicht das Release-Datum
freigegeben wurde. Aber es ist Mafia 3. Und Mafia 2 habe ich ja auch Let's Played und es ist so ein tolles Spiel. Mafia 1 habe ich leider nicht Let's Played. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch Sinn macht. Aber Mafia 3 kommt ja dann bald und das wird dann auch wahrscheinlich ein Let's Play werden. Deute ich jetzt einfach mal so an für euch. Ja, also wie gesagt, Streamtage mittwochs, nachmittags und freitags abends. Und ich schreibe euch das auch nochmal in die Infobox für alle, denen das jetzt ein bisschen zu schnell geht. Da könnt ihr das einfach nochmal nachlesen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch dabei morgen direkt beim ersten Stream. Also, ich freue mich.